wir überlegen uns aus lauter Langeweile dann noch einen Tag zum Nordkap hochzufahren. Weiß nicht. Und dann auf der anderen Seite drüben, ob man da mal anhalten kann.
Schweden ist alles irgendwie ein bisschen lieblicher als hier. Auch die Häuschen sind zierlicher und kleiner. Ja, das sind hier ein bisschen rauer, einfach drauf. Ne? Mhm. Die kommen ja auch aus Norwegen, nicht aus Schweden. Ne? Die Schweden waren ja die, die von den Wikingern überlaufen wurden. Meine ich. Bitte? Die Wikinger kommen ja auch aus Norwegen und nicht aus Schweden. Die Schweden waren die, die von den Wikingern vereinnahmt wurden. Ja gut, ich meine, das waren alles Nordländer. Die Schweden haben auch Wikinger gehabt, aber das, die Schweden waren wenig, die waren halt auf der Ostsee unterwegs. Haben Handel betrieben und so. Norweger waren eher so die Eroberer. Inwiefern meinst du, dass der Zollbeamte da so gucken musste, was er sagen darf oder zollen muss? Inwiefern? Ja, weil. Weil der hat den ganzen Tag nur Grenzverkehr zwischen vielleicht Finnen, Schweden und Norwegern. Alle aus der Region dort. Dass da so Leute weit reisen, das ist eher selten. Wenn dann noch einer aus der Schweiz kommt, muss der erstmal rekapitulieren, wie überhaupt die Regelungen mit Covid momentan sind, welche Länder da betroffen sind, wie und was. Da hat er immer erst überlegt, so, was sind jetzt die richtigen Fragen, die ich stellen muss.
halb vier dort ankommen. Das ist dann unser Endziel. 130 Kilometer. Ja, ist doch okay, oder nicht? Hm? Ist doch okay, oder nicht? Ja, ich dachte, wir kommen später. Wie bitte? Ich hätte gemeint, wir kommen später. Thank you.
Wann konkurriert?